Was fasziniert Sie an Politik? An Politik fasziniert mich, dass man Dinge verändern kann, insbesondere gesellschaftliche Dinge verändern kann und dass man das aktiv betreiben kann. Also nicht Dinge nur kritisieren, sondern auch sich aktiv einbringen. Und das kann man und muss man in der Politik. Und das fasziniert mich, wenn man dieses entwickelt. Was war Ihr politisches Schlüsselerlebnis? Mein Schlüsselerlebnis war mal eine Frage eines DDR-Grenzers, warum ich denn meine Großmutter besuchen möchte in der ehemaligen DDR. Das hat mich bewegt, mich aktiv einzubringen und das Thema Wiedervereinigung als das entscheidende Thema für die deutsche Politik auch zu bewerten. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Also ich habe mehrere Vorbilder und zwar immer auch an Handlung orientiert. Das ist ein Helmut Kohl insbesondere, der natürlich die deutsche Wiedervereinigung entgegen aller Bedenken auch durchgesetzt hat. Das ist ein Heiner Geißler für die CDU, der die CDU weiterentwickelt hat zu einer modernen, offenen Mitgliederpartei und Programmpartei. Das sind aber auch politische Mitbewerber, wie natürlich für die Hamburger einen Helmut Schmidt, der bei der Sturmflut 1962 sich übers Grundgesetz gesetzt hat und das Leben der Menschen in den Vordergrund gestellt hat. Welchen politischen Gegner schätzen Sie am meisten? Also ich schätze Gegner mit Überzeugung und mit einem Wertekanon. Und egal, ob es die soziale Frage ist, ob es die Umweltpolitik ist, ob es die Frage von Gerechtigkeit ist, wenn er überzeugt für das eintritt, was er bewegen möchte und wenn er damit auch die Menschen vertritt, dann hat das bei mir den höchsten Respekt. Das ist aber nicht gebunden an Parteien oder an Menschen. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Wenn Menschen ehrlich und mit Redlichkeit etwas verändern wollen zum Positiven und dabei Fehler machen, dafür habe ich hohes Verständnis und dieses auch zu entschuldigen. Wenn also eine Motivationslage gegeben ist, Dinge zum Besseren zu verändern, können dabei Fehler passieren und die muss man auch entschuldigen, wenn sie auch eingestanden werden als Fehler. Was würden Sie mit 3 freien Tagen am Stück anfangen? Also 3 freie Tage, das wäre wunderschön. Ich hoffe, es wird auch bald wieder mal soweit sein. Am allerliebsten natürlich mit meinem Sohn und mit meiner Lebensgefährtin die Zeit verbringen, aber auch mal die Zeit nutzen, auszuschlafen, nett und gut zu essen. Und wenn wir dann noch ein gutes Fußballspiel haben, was wir gemeinsam schauen können, glaube ich, dann wäre das Glück perfekt. Aber wichtig ist, dass ich die Zeit nutzen kann, um auch mit meinem Sohn zu spielen. Das wäre eine wunderbare Zeit. Hoffen wir, es möge bald kommen. Ihr Lieblingsbuch? Ja, das schwanke ich immer zwischen auf der einen Seite Nick Hornby, Fußballfieber, also Fever-Pitch, und Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse. Momentan liegt Heinz Strunk knapp mit 1 Punkt Vorsprung vorne. Ihr Lieblingsfilm? Also mein Lieblingsfilm ist ein Film, der jedes Jahr zu Weihnachten läuft, leider immer sehr spät. Ist das Leben nicht schön? Ich glaube aus dem Jahre 46, eine Tragikomödie, die uns dann auch beweisen soll, dass wir, bevor wir uns selbst kritisieren, immer auch überprüfen, ob nicht die Welt etwas schlechter gewesen wäre, wenn wir nicht selbst gelebt hätten. Ihr Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Zukunft, einfach nur glücklich sein und das, was man anstrebt und was man verändern will, auch für andere Menschen, dafür zu kämpfen, auch gegen Widerstände sich zu versuchen durchzusetzen, aber auch persönlich für einen das Gefühl des Glückes zu suchen.